Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es alleine um das Thema Online-Dating. Ich möchte dir im ersten Teil des Videos verraten, wie meine Erfahrungen mit Online-Dating sind und was ich generell davon halte. Und dir im zweiten Teil des Videos am Ende zeigen, wie du das meiste aus dem Online-Dating rausholen kannst. Also erstmal meine persönliche Meinung dazu. Ich werde immer wieder von euch gefragt, auch von vielen Coaching-Teilnehmern, hey Tim, was hältst du eigentlich von Online-Dating? Und ich muss sagen, ich habe nicht die Riesenerfahrung mit Online-Dating. Das liegt aber auch daran, dass das für mich nie gut funktioniert hat. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin sehr viel auf der Straße unterwegs und lerne meine Frauen, die in meinem Teil meines Lebens sind, hauptsächlich im Alltag kennen, im Supermarkt, während ich zur Arbeit gehe, während ich mit Freunden unterwegs bin. Dort lerne ich meine Frauen kennen. Einfach im Alltag, wenn mir eine tolle Frau entgegenkommt, an jedem Ort, ganz egal wo. Und viele Männer, die das nicht können, greifen da gerne auf Online-Dating zurück. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr selten Antworten bekommt und dass die Frauen, die man trifft, meistens Frauen sind, die... Also ich persönlich fand sie irgendwie nicht attraktiv, ich fand sie nicht so toll, sie haben mich nicht begeistern können. Die Frauen, die ich auf der Straße treffe, ist ein ganz anderes Kaliber, meistens. Und ich glaube auch, dass sehr viele Frauen, die viel Online-Dating machen, das deswegen machen, weil sie auf normalem Wege jetzt nicht unbedingt so viele Männer kennenlernen. Und das sind dann meistens ein bisschen schüchternere Frauen, Frauen, die noch nicht so viel Erfahrung mit Männern haben. Und das zeigt sich dann auch einfach. Ich habe in meinem Leben, also ich habe ganz lange Tinder benutzt und ich habe 2 Tinder-Dates gehabt in der ganzen Zeit. Ich habe wirklich schon einige Frauen gematcht, aber ich habe 2 Tinder-Dates rausbekommen. Also es funktioniert überhaupt nicht für mich. Das eine Tinder-Date hat mir die Haare geschnitten gratis, weil sie eine Ausbildung zur Maskenbildnerin gemacht hat. Das war sehr cool. Gratis Haarschnitt, wir haben uns ganz gut verstanden. Das andere Tinder-Date sah halt überhaupt nicht aus wie auf ihren Fotos, was noch so ein Ding ist. Und wir haben uns ganz cool unterhalten für mehrere Stunden, haben uns als menschlich verstanden, aber so Mann, Frau war einfach nichts. Da ging einfach nichts. Und das ist ein weiterer Punkt. So viele Frauen, du kriegst einfach keinen ersten Eindruck von dieser Frau. Wenn ich mit der Frau auf der Straße bin und ich spreche sie an und ich quatsche 5 bis 10 Minuten mit ihr, dann habe ich einen Eindruck von ihr. Gefällt sie mir nicht? Das weiß ich dann. Keine Frage mehr. So, wenn ich jetzt aber die Frau im Internet treffe und ich schreibe mit ihr und ich sehe sie dann persönlich, erst dann weiß ich, ob sie mir gefällt. Aber dann bin ich schon mit ihr auf einem Date. Das heißt, ich bin schon so ein bisschen committed. Und weil ich nicht das Riesenarschloch bin, sage ich dann nicht am Anfang des Dates, hey, pass auf, geh mal wieder nach Hause, du gefällst mir überhaupt nicht. Das wäre nicht meine Art. Und deswegen ist für mich Online-Dating, also das hat für mich nicht funktioniert und ich kann es, also ich würde niemandem empfehlen, nur Online-Dating zu machen. Wenn du nicht in der Lage bist, wenn du dich nicht traust, Frauen im Alltag anzusprechen, dann lern das auf jeden Fall. Du wirst so viel schneller und viel effektiver die Frauen kennenlernen, die du wirklich willst, weil du siehst sie, du sprichst sie an und du bist im Gespräch mit ihnen. Wenn du online bist, dann siehst du die Frau, matcht sie vielleicht und du musst erstmal darauf hoffen, dass sie dich zurückmatcht, bevor du überhaupt Kontakt mit ihr aufnehmen kannst. Auf der Straße kannst du einfach sofort Kontakt mit einer Frau, die dir gefällt, aufnehmen. Ein Riesenunterschied. Also ich kann dir nur davon abraten, nur Online-Dating zu machen. Wenn du bereits auf der Straße unterwegs bist und du weißt, wie man Frauen im Alter kennenlernt und dann zusätzlich Online-Dating machst, dann ist das eine andere Sache und dann finde ich es in Ordnung. So kannst du es auf jeden Fall machen. Ich halte persönlich nicht so viel von Online-Dating. Viele Männer machen es auch, weil sie sagen, hey, dann muss ich so meine Angst nicht überwinden, die Angst vor dem Ansprechen, dann muss ich keine Zurückweisung erfahren. Und dazu kann ich dir sagen, du wirst in einer Beziehung mit einer Frau oder du wirst in Treffen mit verschiedenen Frauen immer mal wieder Mut beweisen müssen, immer mal wieder an Punkte kommen, wo Angst kommt. Und besser du lernst, da durchzugehen, schon auf der Straße, als wenn du es dann in der Beziehung hast und dann völlig vor den Kopf gestoßen wirst damit. Also zu sagen, als Mann zu sagen, so hey, oh mein Gott, da habe ich zu viel Angst und deswegen lasse ich das, halte ich nicht für sinnvoll. Stell dich diese Angst, lerne mit deinen eigenen Ängsten umzugehen. Es ist ungefähr so, Frauen auf der Straße ansprechen, gibt dir ein enormes Potenzial, dich selbst zu verbessern. Ja, stärker zu werden, mutiger zu werden, dich als Mann zu stärken. Und dieses Potenzial trittst du einfach mit Füßen oder sagst du, nein, dieses Potenzial will ich nicht wahrnehmen, wenn du nur Online-Dating machst. Indem du diesen Ansprechpunkt überspringst, tust du dir selbst keinen Gefallen, auch wenn du das vielleicht jetzt noch denkst. Und der Punkt ist, du siehst die Frau ja sowieso irgendwann live. Wenn ihr euch dann auf ein Date trefft, nachdem ihr online miteinander geschrieben habt, dann seht ihr euch. Und dann musst du mit ihr sprechen, dann seid ihr live. Also warum denn nicht gleich? Warum sprichst du nicht gleich auf der Straße an und machst es von vornherein live, von vornherein persönlich? Kann ich dir nur empfehlen.
Jetzt will ich dir erzählen, wie du das meiste aus dem Online-Dating rausholen kannst, wenn du dich dafür entscheidest, da durchzustarten. Das Allerwichtigste beim Online-Dating ist dein Profil. Dein Profil ist wie dein erster Eindruck, wenn du eine fremde Person kennenlernst. Du solltest dir Mühe geben und am besten einen professionellen Fotograf auch engagieren, der einfach gute Fotos von dir machen kann. Lass gute Fotos von dir machen in verschiedenen Situationen, verschiedenen Positionen, und so kann die Frau den besten Eindruck von dir bekommen. Wenn eine Frau sieht, hey, der Mann hat irgendwelche Fotos, die er mit einer Kartoffelkamera gemacht hat, vor 10 Jahren mal hochgeladen, dann wird das nicht besonders anziehend wirken. Ja? Mach ordentliche Bilder, das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn du gute Bilder hast, auf denen du freundlich wirkst, auf denen du sympathisch wirkst und die einfach gut gemacht sind, vielleicht mit einer Hintergrundunschärfe oder sowas in der Art, dann hast du enorm gute Chancen, mit deinem Profil auch schöne Frauen anzuziehen. Wenn du dich nicht um dein Profil ordentlich kümmerst, dann nicht. Das Profil ist der Knackpunkt dafür, dass Online-Dating funktioniert. Ebenso deine Beschreibung. Schreib keine Scheiße rein, sondern schreib ein bisschen was über dich rein, aber nicht zu viel, und etwas Lustiges. Sei lustig in der Beschreibung, ein bisschen was über dich, aber nicht zu viel, denn die Frau soll dich auch noch persönlich kennenlernen wollen und nicht schon alles aus deiner Biografie lesen können. Und dann kannst du erfolgreich mit Online-Dating sein. Eine weitere Sache ist, bleib nicht bei einer Frau hängen. Wenn du mit einer Frau online schreibst, dann mach trotzdem weiter und schreib mit mehreren Frauen, weil bis du eine Frau triffst, wirst du mit einigen Frauen schreiben müssen, bis du eine Frau wirklich triffst, und deswegen verschwende nicht deine Zeit und warte darauf, so, oh, jetzt habe ich mit einer Frau, die schreibt mit mir, so, jetzt will ich nur noch mit ihr schreiben, so, lass den Bullshit, sondern schreib mit mehreren Frauen, bis du dann eine von diesen Frauen auch wirklich live treffen kannst. Ja, das sind meine Tipps für Online-Dating. Kümmere dich um dein Profil, mach gute Bilder, mach eine gute Beschreibung und schreib einfach mit vielen Frauen. Du musst es so ein bisschen so sehen wie so ein Zahlenspiel. Also matche ganz viele Frauen, like ganz viele Frauen, schreib mit ganz vielen Frauen und sieh zu, dass du dich mit einer von diesen Frauen treffen kannst, die dir gut gefällt, und dann kann Online-Dating funktionieren. Ich habe Freunde, für die funktioniert Online-Dating sehr, sehr gut. Für mich persönlich, wie gesagt, überhaupt nicht, und ich kann dir nur empfehlen, lerne Frauen auf der Straße anzusprechen und mach vielleicht zusätzlich noch Online-Dating. Achte dabei auf dein Profil, gerade auf die Fotos, und dann kannst du auch mit Online-Dating Erfolg haben, aber nur Online-Dating zu machen, davon würde ich dir abraten. Schön, dass du hier warst am Donnerstag. Unten in der Ecke kannst du das Quiz machen, wie attraktiv du auf Frauen wirkst, und herausfinden, wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Das gilt auch für online. Und in der anderen Ecke kannst du den Kanal abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Du kriegst dann immer die neuesten Informationen. Hey, der Tim hat gerade wieder ein Video hochgeladen, und kannst es dir direkt angucken. Und oben in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. War ein super spannendes Video, kann dir nur empfehlen, da mal drauf zu klicken. Schön, dass du hier warst. Die Videos kommen immer donnerstags und samstags. Diesen Samstag kommt noch ein tolles Video, deswegen abonniere den Channel einfach mal. Dann siehst du auch das Video von diesem Samstag. Also wie gesagt, immer regelmäßig donnerstags und samstags. Ich freue mich, dich bald wieder hier zu sehen. Bis dahin, ciao.